Hi Leute, hier ist der Robert von Autorando und in diesem Video soll es um den Gaskocher und um das Thema Gaskartusche gehen, nämlich wie wechselt man die Gaskartusche von einem Gaskocher. Und das ist eigentlich total einfach und auch wenn ihr das noch nie gemacht habt, bekommt ihr das ganz sicher hin. Aber das gibt es eine Sache, die ihr unbedingt beachten solltet. Und diese werde ich euch in diesem Video zeigen und ich werde euch ganz genau Schritt für Schritt erklären und zeigen, wie ihr das macht. Viel Spaß dabei! So, dann wollen wir mal starten und ja, ihr seht hier, ich habe hier meinen Gaskocher und in dem Gaskocher, in der Gaskartusche ist so ein ganz kleiner Rest Gas. Zuerst solltet ihr das Ventil zudrehen, habe ich zugedreht. Dann könnt ihr quasi diesen Aufsatz abschrauben und wundert euch nicht, jetzt kann natürlich noch die kleine Menge Gas, die jetzt noch in der Kartusche ist, entweichen, das zischt ein bisschen, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Also den Aufsatz abschrauben. Das restliche Gas entweicht aus der Kartusche. Und ja, so sieht der Aufsatz aus. Und ihr seht, hier unten ist, ich zeige euch das mal, da ist so ein kleiner Stachel, ne? Und dieser Stachel bohrt sich quasi hier rein. Und das ist dann der Punkt, an dem wir beim Wechsel der Kartusche aufpassen müssen. Und jetzt müssen wir die Kartusche aus der Halterung rausholen. Und dazu, ja, das ist der Boden der Halterung, den könnt ihr abmachen. Dann hebelt ihr das hier einfach ein Stück nach oben und die alte Gaskartusche kann raus. Ihr nehmt die neue Gaskartusche und setzt die ein. Macht das so, setzt ihr hier drauf auf diesen Boden, klappt die zu und klappt es auf. Zack. Ja, und jetzt sind wir eigentlich am wichtigsten Punkt angelangt. Jetzt muss dieses Ventil schön gerade in dieses Gewinde gesetzt werden, weil, wir erinnern uns, dieser Stachel muss ja in die Gaskartusche eindringen und da gibt es ja auch noch so eine Gummidichtung und nur wenn dieser Stachel gerade in die Gaskartusche gelangt, wird er auch richtig abgedichtet. Ansonsten, wenn er hier irgendwie schräg reindreht, wird das nicht richtig abgedichtet und das ganze Gas geht in die Umwelt verloren und ihr könnt eure Gaskartusche wegschmeißen. So, ich mache das jetzt mal. Also für den ganz gerade hier drauf. Und drehe den hier rein. Und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr einen leichten Widerstand merkt. Und das ist genau der Punkt, wo der Stachel in die Kartusche eindringt. Nämlich genau jetzt. Und ihr dreht dann quasi dieses Ventil oder diesen Kocheraufsatz so fest wie möglich. Zack. So. Und das war eigentlich schon der Wechsel. Jetzt drehen wir mal vorsichtig das Ventil auf. Und da hört ihr. Da kommt Gas und das testen wir jetzt auch mal. Und da habe ich mein Feuerzeug hier. Und jetzt werden wir mal schauen, ob das funktioniert. Ja, so einfach funktioniert das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wird euch helfen. Und ich wünsche euch vielleicht einen schönen Urlaub oder vielleicht bist du gerade beim Camping oder mit dem Wohnmobil unterwegs. Ja, ich würde mich freuen, über ein Like freuen, über einen Kommentar freuen und schaut dir gerne mal meine anderen Videos an und bis bald, euer Roman. Ciao.